Hallöchen, meine Freunde, Koppels, wie geht's, wie steht's? Warzone ist ja jetzt seit ein, zwei Tagen draußen und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, Leute, aber mir macht das richtig dolle Spaß, ne? Also ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, wie ihr das findet, aber ich habe keine Ahnung, ich spiele eigentlich nie Battle Royale-Spiele, aber trotzdem, irgendwie ist das geil. Das macht irgendwas richtig, aber ich weiß noch nicht was. Und ja, worum geht's hier in dem Video? Ich wollte mal den komplett Neueinsteigern, also den Leuten, die noch gar kein Modern Warfare vorher hatten, mal hier und da so ein paar Sachen zeigen. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber vielleicht wusstet ihr das ja auch noch nicht. Weil wegen, ich kann ja nicht wissen, was ihr wisst und was ihr nicht wisst. Und natürlich würde ich mich vorher an der Stelle auch noch über ein Abo freuen, ne? Da hätte ich gar nichts dagegen. Und dann legen wir mal los. Also dieses Video ist wirklich nur für Leute, die kein Modern Warfare vorher hatten, ne? Für die Leute, die Modern Warfare vorher schon hatten, müsste das jetzt hier eigentlich nichts sein. Und zwar gibt es hier als allererstes in den Einstellungen so ein paar Sachen, die ich euch mal zeigen wollte. Und das allererste, mit dem ich anfange, ist die Anvisierhilfe. Es gibt drei verschiedene Anvisierhilfen, beziehungsweise vier, wenn man es deaktiviert. Und zwar Standard, Präzision und Konzentriert. Und es steht ja eigentlich alles da, aber ich würde euch tatsächlich, das habe ich jetzt über die ganze Zeit, wo ich Modern Warfare spiele, mal so getestet, so Präzision empfehlen. Das finde ich persönlich am allerbesten. So ein bisschen neben dem Ziel wird es dann langsamer und so reicht es eigentlich auch, ne? Manchmal wird das, habe ich das Gefühl, bei anderen Anvisierhilfen zu weit neben dem Ziel langsamer, sodass man langsamer auf dem Ziel ist und somit dann auch die Möglichkeit besteht, dass man einfach weggeschossen wird. Weswegen ich Präzision eigentlich gar nicht mal so schlecht finde. Dann Waffenstützenaktivierung. Legt die erforderliche Eingabe fest, um die Waffenstützen zuzugreifen. Da würde ich euch ZV plus Nahkampf empfehlen. Das heißt, wenn ihr eh anvisiert, ihr müsst ja anvisieren, um euch anzulehnen, müsst ihr einfach nur noch den, beim Controller ist das so, bei PC kenne ich mich leider gar nicht aus, ne? Müsst ihr einfach den rechten Stick nur klicken und dann geht das super easy und super schnell. Weil wenn man jetzt einfach nur Zielen macht, dann würde man sich automatisch immer lehnen und ZV doppelt drücken, also Zielen doppelt drücken, das ist doch auch beschissen. Also ich finde, das ist schon am besten. Das hier ist auch noch ganz wichtig, Waffenstütze verlassen Bewegung. Das heißt, wenn ihr müsst euch einfach nur bewegen und somit verlasst ihr das Lehnen aus der Deckung. Ganz easy, also das würde ich wirklich auch reinmachen, denn müsst ihr es nicht drücken, sondern müsst einfach laufen. Dann als nächstes das Bildrauschen auf 0%, weil es einfach irgendwie sinnlos ist und einfach dann auch besser aussieht. Und die Weltbewegungsunschärfe auch deaktivieren. Ich bin mir jetzt nicht so 100%ig sicher, ob das jetzt wirklich stimmt, aber das Auge hat diese Bewegungsunschärfe eh schon drin, ne? Wenn wir jetzt hin und her wackeln mit dem Kopf, dann ist ja auch alles verschwommen, deswegen ist das eigentlich komplett sinnlos. Ich weiß nicht, wer das überhaupt erfunden hat. Bei Waffenbewegungsunschärfe genau dasselbe. Das ist hier eine neue Einstellung, die gab es jetzt vorher auch noch nicht, ne? Die kannte ich jetzt auch noch nicht. Minikartenform würde ich denn auf quadratisch stellen, weil wegen, das sieht man ja eigentlich auch schon, das ist dann größer und man sieht mehr. Wenn man mehr sieht, ja, keine Ahnung, ist halt nicht schlecht, ne? Ansonsten bei Audio und so, da müsst ihr euch das selber machen. Das weiß ich nicht, da habe ich jetzt keine speziellen Einstellungen oder so. Ich mache bei jedem Call of Duty zum Beispiel die Musik aus, weil sie mich nervt. Dann kommen wir hier auch mal zu den eigenen Klassen. Wir können ja durch Vorratslieferung unsere eigenen Klassen haben, das ist übelst cool irgendwie. Und vielleicht hat ja auch der ein oder andere noch nicht mal Call of Duty gespielt, deswegen erzähle ich euch das hier auch nochmal ganz schnell. Ich würde euch fast für jede Klasse Overkill empfehlen, einfach aus dem Grund, weil ihr dann zwei Primärwaffen habt, ihr habt zwei richtige Waffen. Zudem würde ich euch dann auch noch, das werde ich aber alles nochmal im Extra-Video, glaube ich, sagen, den Monolith-Schalldämpfer empfehlen, effektive Reichweite und Geräuschdämpfer. Also die Waffe ist genauso effektiv, auch wenn sie keinen Schalldämpfer hätte. Und da das ja Battle Royale dazu ist, dass man die Punkte auf der Minikarte sieht, wenn man schießt, ist es dadurch gut, weil durch den Schalldämpfer sieht man halt keine roten Punkte. Ihr werdet dann nicht gesehen von den Gegnern. Deswegen finde ich, bis jetzt ist ein Schalldämpfer eigentlich immer eine gute Wahl. Und wenn ein Schalldämpfer, dann der, weil der verschlechtert die Waffe nicht. Dann kann ich euch, das habe ich aber noch nicht so ganz rausgefunden, wie weit die Perks überhaupt ins Spiel eingreifen. Aber ich glaube schon, dass die normal funktionieren, ne? Ich bin mir nicht sicher, ich habe da noch nicht so richtig drauf geachtet, aber zusammenflicken ist auf jeden Fall ein gutes Perk. Das ist, wenn ihr einen Gegner abknallt, dann heilt ihr euch direkt. Und Kampfgestählt ist auch nochmal nicht schlecht, da werdet ihr nicht so heftig vom Blend- und Betäubungsgranaten gestunt, also dann geht das alles schneller weg. Dann haben wir hier noch die Missionen und Herausforderungen. Gibt es ja jetzt bei Warzone auch noch neue Missionen. Ihr könnt ihr Waffen freispielen, das sollte sich ja auch von selbst erklären, indem ihr einfach die Aufgaben abschließt. Aber ihr könnt immer nur eine Aufgabe haben, ne? Also ihr könnt nicht mehrere machen. Aber wenn ihr jetzt eine neue Aufgabe aktiviert, bleibt der Fortschritt hier, wie man sieht, bei der alten trotzdem erhalten. Also falls ihr mal keinen Bock mehr habt, die Aufgabe da zu machen,
dann macht ihr halt einfach eine andere erstmal weiter, so wisst ihr? Geht easy, aber ich will die Waffe haben, deswegen aktiviere ich das hier wieder. Dann gibt es noch tägliche und wöchentliche Herausforderungen, ist auch selbst erklären, steht ja auch alles da, was ihr da machen müsst. Kriegt ihr halt extra EP oder ab und zu auch mal Visitenkarten. Und das ist hier auch noch vielleicht interessant zu wissen, der Rangfortschritt, wenn ihr nämlich in Modern Warfare ist es ja seasonmäßig dieses Mal, man levelt einmal bis Level 55 und dann immer seasonweise bis 155, also nach einer gewissen Zeit wird das dann einfach zurückgesetzt. Und hier wird dann ab Level 55, ab jeder neuen Stufe, also ab 56, 57, werden hier immer wieder Missionen verfügbar sein, die ihr abschließen könnt für extra EP, um schneller leveln zu können. Und man kriegt am Ende von jeder Season, habe ich auch noch nicht, hier bei Level 155 oder danach, weil ich habe es ja halt noch nicht, ne? Ich habe es noch nie geschafft, ich habe noch nie fertig gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber da kriegt ihr auf jeden Fall dann auch eine Waffenvariante. Ganz nice, ich glaube, dieses Mal ist es von... Ach, habe ich vergessen, weiß ich nicht mehr. Von der Farmers, glaube ich. Und ja, ich denke mal, das ist jetzt so alles Wissenswerte, was man wissen sollte. Ich hoffe, das hat euch irgendwie weitergeholfen. Es ist wirklich nur für die kompletten Anfänger, ne? Jetzt hier gedacht, also, wie ich schon meinte, wenn ihr Modern Warfare vorher schon hattet, dann hat euch das hier wahrscheinlich nichts gebracht. Und ja, dann haut da rein. Viel Spaß bei Warzone und tschüss!